Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Okay, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe in den letzten Jahren ja durch großartige Veröffentlichungen des amerikanischen Labels Severin Einblick in das gesamte Leben und Werken mir bisher eigentlich zuvor ziemlich unbekannter Leute bekommen. Einerseits über Al Adamson, dessen persönliche Geschichte ja eigentlich fast interessanter ist als irgendetwas, das er jemals gedreht hat, der aber natürlich mit Filmen wie Dracula vs. Frankenstein oder Blood of Ghastly Horrors tatsächlich schon das ein oder andere Mal auf meinem Bildschirm respektive über Cinema Snob Episoden gelandet ist, aber komplett neu war mir die Existenz eines Herrn Andy Milligan, der ebenfalls von Severin sein eigenes Boxset spendiert bekommen hat. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, sogar ein drittes, das ich noch in meine Sammlung holen muss. Aber jetzt hat auch Indicator in England ein solches Boxset veröffentlicht und das nämlich tatsächlich auch zu einem Filmemacher, den ich eher in die Hände von Severin bzw. Vinegar Syndrome eingeordnet hatte, weil es ganz ehrlich sagt euch der Name Michael J. Murphy was? Ich tippe mal auf nein, weil tatsächlich sagt der Name Michael J. Murphy nicht einmal der Wikipedia etwas. Michael J. Murphy ist ein Filmemacher, der dermaßen unbekannt ist, dass er nicht einmal eine eigene Wikipedia-Seite hat. Oh wow, das ist natürlich dadurch eine ganz besondere Entdeckung von dem Label Indicator. Ist aber auch übrigens eine Edition. Wir erfahren eben hier, dass es sich bei ihm quasi um einen, ja genau, unheralded DIY Auteur, also quasi einen Filmemacher, der mit einer Videokamera selbst irgendwelche Wald- und Wiesen-Amateursblättersachen runtergekurbelt hat. Da gibt's ja auch im deutschsprachigen Raum den ein oder anderen. Aber durchaus irgendwie war das eine interessante Geschichte, die ich mir in die eigene Sammlung holen wollte und wo ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher war, ob sich das auf normalem Wege irgendwie ausgehen könnte, weil diese Edition war relativ kurz, nachdem sie überhaupt angekündigt wurde, seitens Indicator bereits ziemlich ausverkauft und wurde bei Amazon UK zum Beispiel nicht mehr gelistet, aber auf ihrer Seite gab es das Ding noch. Ich wusste also nicht, ob ich diese Edition dann noch bekommen würde, ob das nur ein Fehler ist oder was auch immer, weswegen ich mir dann dachte, nein, ich werde diese Edition im Gegensatz zu den meisten anderen Sachen von Indicator nicht erst bei irgendeinem möglichen Sale kaufen, sondern gleich, weil irgendwie hat das Ganze auch ein bisschen mehr nach meiner Art des Kinos geklungen. Eben nicht zu alt und nicht zu anspruchsvoll, sondern eigentlich eher ein bisschen trashige Filme und davon gleich 34 Stunden. Was ich allerdings etwas schade finde, ist, dass diese Edition hier zwar irgendwie diese Optik von den normalen Mini-Digipacks hat, die Indicator für solche Sachen verwendet, dass man aber trotzdem einfach nur Standard-Keepcases genommen hat und die halt irgendwie zweifärbig angefärbelt hat. Da habe ich irgendwie das Gefühl, dass man irgendwann zwischendurch recht flott die Kostenbremse drücken musste, weil, wenn mich nicht alles täuscht, mussten sie diese Edition auch das ein oder andere Mal verschieben, was eben auch da mit ein Grund dafür ist, dass ich meine Bestellung vom Black Friday 2022 eben erst jetzt erhalten habe. Wir können aber trotzdem jetzt mal einen Blick auf diese Edition werfen, die eben wie bereits gesehen auf 6000 Stück limitiert ist und hier auf dieser Banderole eben zumindest auch durchnummeriert. Wenn wir da jetzt einmal einen Blick auf die einzelnen Keepcases, die in meinem Fall übrigens kaum aus der Hülle rausholen, werfen. Das Ganze ist relativ streng hier nur aus der Box zu entfernen. Bekommen wir da ein paar Informationen. Ich werde relativ wenig über die jeweiligen Filme an der Stelle sagen können. Es handelt sich ja überwiegend auch um ziemlich kurze Filme, wo eben dann zum Beispiel auch gleich einmal, vier Stück auf einer Disc mitgelandet sind. Aber wo es tatsächlich zu keinem, also zu den meisten von diesen Filmen tatsächlich keinen OFDB-Eintrag gibt. Es gibt nur wenige Filme, die hier, wenn ich das Ganze logistisch durchgehe, die irgendwo veröffentlicht wurden bislang, beziehungsweise die es eigentlich überhaupt zu uns geschafft haben, weswegen dieser
Unboxing-Teil in dem Video eigentlich relativ kurz geht. Wir haben es da aber eigentlich mit einem, wie ich finde, recht schicken Innendesign und Innenartwork zu tun, vor allem, weil das Bild hier auf der linken Seite eigentlich ziemlich cool aussieht und auf der rechten Seite, wo die Discs normalerweise hausen, eben kein wichtiges Element hier von den Discs verdeckt wird. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee gewesen für ein Innendesign von diesem Scannable Case. Dann wechseln wir auf diese Disc, beziehungsweise haben wir hier schon den Film Invitation to Hell. Genau, das ist ein 48 Minuten, ganz offensichtlich aus dem Jahr 1982. Das ist sogar einer, wo ich zumindest aus Amerika eine DVD-Version in der OFDB eingetragen finde, beziehungsweise gab es noch mit X-Rating ein Double-Feature von Invitation to Hell und The Last Night, damals über das Label Scorpio, was wahrscheinlich eher so, sagen wir mal, das Label des Regisseurs womöglich sein könnte, so wie Olaf Ittenbach mit seiner IMAS immer wieder auch gerne seine eigenen Filme eben gebracht hat. Dann haben wir hier ein Case, wo vier Filme enthalten sind, nämlich diese hier, unter anderem übrigens der Film Death Run, der wahrscheinlich der bekannteste Film des Regisseurs ist. Der hört nämlich auf den deutschen Titel Mutant City und wurde sogar hierzulande über LVF und Motion Entertainment Ende der 80er Jahre vermutlich als deutsche FSK 18 Videokassette veröffentlicht, wobei laut OFDB nicht bekannt ist, ob es sich bei dieser Kassette um eine geschnittene oder um die vollständige ungeschnittene Fassung des Films handelt. Auch hier bekommen wir grundsätzlich eben ein Doppel-Disc-Case, wo eben in dem Fall die Discs 3 und 4 enthalten sind, mit jeweils den zwei Filmen, beziehungsweise genauso wie beim ersten Case hier dieses durchgehende Innendesign mit einem relativ cool aussehenden Bild auf der linken Seite und auf der rechten Seite nichts, was quasi durch das Einsetzen der Discs jetzt wirklich verloren geht. Wir können dann gleich einmal auf das nächste Case wechseln. Auch da sollte dann wieder ein bekannterer Film von dem Regisseur enthalten sein, nämlich dann der Film Avalon. Dazu dann gleich mehr. Auch hier gibt es eben, wie gesagt, einfach nur ein Szenenbild aus einem Film, beziehungsweise dann hier die vier enthaltenen Filmtitel. Eigentlich schon ziemlich schier, oder? Dieses Case-Design hier. Aber was durchaus interessant ist, der Film Avalon heißt auch Avalon of Excalibur und erschien tatsächlich von Blue Sky bzw. Spitfire Video, damals mit ca. 80 Minuten Laufzeit und einer FSK-Freigabe auf VHS-Kassette, hatte damals allerdings eben nur eine gekürzte Fassung mit an Bord, wo interessanterweise auf der Spitfire-Version auf dem eigentlichen Case sogar eine 18er-Freigabe aufgedruckt war und die 16er dann einfach nur drüber geklebt wurde. Klingt eigentlich eher danach, als hätte man sich da erst später umentschieden, den Film doch vielleicht gekürzt zu veröffentlichen oder hatte ihn einmal in vorauseilendem Gehorsam geschnitten und dabei zu viel geschnitten, sodass die FSK sogar noch eine niedrigere Freigabe gegeben hat und aus welchem Grund auch immer man dann nicht vielleicht die Uncut-Fassung noch probieren wollte. Vielleicht waren die Tapes schon produziert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es in dem Fall sogar von Maritim Pictures und Cargo Records unter dem Titel Avalon eine DVD, die dann eben mit FSK 16 Freigabe gekennzeichnet ist, aber trotzdem die ungeschnittene Fassung von diesem Film enthält. Auch hier ist eigentlich tatsächlich die einzige deutsche DVD-Fassung von einem, wie heißt der Typ noch einmal? Michael J. Murphy, Verzeihung, ich sollte mir das daher setzen, wo ich es immer wieder sehen kann. Film, das ist nämlich der letzte Film, den wir uns jetzt hier bei dieser Box anschauen, der tatsächlich auch einen internationalen deutschen Release bekommen hat, weil Murphy dürfte eben quasi seine gesamte Karriere hindurch immer nur mit diesen Mikrobudgets gearbeitet haben und eben nur quasi ganz selten mal per Zufallstreffer irgendetwas geschaffen haben, das dann ein Label auch tatsächlich einkaufen wollte. Da gibt es ebenfalls wieder vier Filme auf diesen Cases. In dem Fall sind sogar teilweise 2K-Restaurierungen mit dabei, weil es ja eben zumindest bei den älteren Filmen dann welche sind, die sogar auf echtem Filmmaterial basiert sind. Und da muss man aber wirklich schon sagen, dass das mit diesem 10-Disc-Set eine ziemlich coole Sache ist. Ein Release, der, finde ich, bei Indicator auf jeden Fall unterstützenswert ist, auch wenn ich fast irgendwie
eine Angst hätte, dass der Inhalt dann trotzdem jetzt nicht so trivial und für mich geeignet ist, wie es auf den ersten Blick vielleicht den Anschein macht, weil es muss schon irgendwie zum Beispiel einen Grund haben, warum irgendein random Film dann Hausnummer von der Criterion Collection veröffentlicht wird. Ich meine, sie haben eh zwei, drei Filme, die für mich brauchbar sind, aber halt nicht das Gros. Auch hier auf der linken Seite das eigentliche Bild. Und last but not least, die letzten beiden, die ist eigentlich das ein ziemlich cool aussehender Effekt mit den letzten insgesamt fünf Filmen, die es hier gibt. Beziehungsweise sind das dann eben die Jahre 2004 bis 2015, also tatsächlich eben Filme, die schon digital gedreht wurden, teilweise, die eben einfach aus dem digitalen Archiv von Murphy dann herausgeholt wurden. Und auch hier sieht man dann natürlich auch die teilweise gesunkene Qualität dann natürlich von dem, was das Material hergibt, weil im Gegensatz zu 35 mm Filmmaterial, aus dem man mit besseren Abtastmöglichkeiten eigentlich immer noch mehr rausholen kann, ist natürlich das, was man aus einem digitalen Material machen kann, eher enden wollend. Aber auch das sieht tatsächlich fast für mich schon wieder grenzwertig nach Andreas Schnaas und Co. aus. Aber wir können ja jetzt mal einen Blick durch das Booklet werfen, das natürlich bei dieser Edition ebenfalls dann noch mit dabei ist. Da sehen wir Michael Murphy eben hinter einer von diesen HD-Cams, mit denen man im besten Fall keine Filme macht. Sondern mit sowas. Das sieht aber, finde ich, als Cover vom Booklet auch großartig aus. Ich denke, niemand, inklusive Murphy selbst, hätte jemals damit gerechnet, dass seine Filme auf eine derartig hochwertige Art und Weise dann noch einmal veröffentlicht werden. Aber wir bekommen hier eigentlich auch eine sehr, sehr schön aufbereitete Box, also ein sehr schön aufbereitetes Booklet, das uns eben auch ein paar Einblicke hinter die Kulissen zeigt, eben Murphys Arbeit mit verschiedenen Kameras. Finde ich schön, dass die immer wieder hier thematisiert sind. Das ist durchaus ein interessantes VÖ-Experiment und eines, das ich glaube mit 70 Pfund oder so auch verhältnismäßig günstig war, finde ich, für eben 10 Discs und das und das und das. War auf jeden Fall eben, nachdem das Ganze bei Amazon schon ausverkauft war, eine Box, wo ich mir gedacht habe, okay, da schlage ich gleich bei Release zu. Vor allem brauchte ich sowieso noch etwas, um in den versandkostenfreien Bereich zu rutschen, weswegen das, finde ich, für mich die beste, offensichtlichste Wahl war. Aber wir können da an der Stelle natürlich noch einmal ein bisschen weiter durchblättern. Hier natürlich sehr, sehr viel Platz für Cast- und Crew-Angaben, Stab-Angaben. Aber man muss echt sagen, die Effekte sind teilweise durchaus ambitioniert. Für einen solchen, ja, ich glaube, da werde ich dem einen oder anderen mal. Das ist eben das klassische Avalon-Cover, das wir auch als deutsches DVD-Cover in dem Fall dann hatten. Durchaus. Ja, eine nette, runde Sache eigentlich, die Box. Das Einzige, was ich halt persönlich eben sehr schade finde, ist, dass wir es dann einfach nur auf fünf doppelte Scannavo Keep Cases gebracht haben und eben nicht wie bei vielen anderen von diesen Indicator-Boxen so diese schönen Slim Digipacks haben. Das lässt das Ganze auf den ersten Blick ein bisschen billig erscheinen, wobei man natürlich auch in dem Fall dazu sagen muss, dass das natürlich auch irgendwie zu den Filmen an sich passt, die ja, nehme ich an, auch etwas billiger erscheinen würden. Also ganz von der Passform her ist die Box tatsächlich fast ein bisschen sehr eng ausgefallen. Ja. Flashing Lights in dem Fall. Und insgesamt wirklich eine ganze Zehnerreihe an Spine-Nummern voll. Nette Sache. Bin gespannt, ob ich irgendwann einmal Zeit habe für den ein oder anderen von diesen Filmen, vor allem die kürzeren, die älteren, interessieren mich durchaus. Aber was interessant war bei Bestellung
über Indicator direkt kamen auch noch diese Teile mit, die eben genauso wie auch das Poster von Mae West offensichtlich ein Shop-exklusives Goodie sind und uns ein paar von den Plakatmotiven zeigen. Avalon eben, wie gesagt, sicherlich der bekannteste Film, den Murphy jemals gemacht hat, immerhin der einzige, der es da eben auch in einer recht prominenten Fassung und Form zu uns gebracht hat. Die meisten anderen, ach ja, wurden wohl dann auf Video für die Videotheken ausgewertet und haben so vielleicht den ein oder anderen Euro, Pfund oder Dollar eingespielt. Ein interessantes VÖ-Experiment. Eines, das ich durchaus gerne in meiner Sammlung habe, das natürlich auch VÖ-technisch ein bisschen hochwertiger oder kompakter sein hätte können, das ich aber trotzdem finde ich in mein Kabinett der Kuriositäten durchaus gerne aufnehmen.